In meinem zweiten Jahr an der pädagogischen Hochschule war ich in einem Praktikum und die Lehrerin damals sagte zu uns Studenten, wisst ihr habt den besten Beruf ausgewählt, den es gibt. Und damals habe ich nicht verstanden, was sie damit genau meinte. Und heute kann ich wirklich sagen, es liegt an den Beziehungen und doch an den vielen Freiheiten, die wir in diesem Beruf haben. Willkommen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Heute soll es nur um Beziehungen gehen, und zwar 6 Tipps dazu, wie du Beziehungen gut aufbauen kannst zu deinen Klassen und Schülern. Und es lohnt sich einfach, die Zeit sich für das zu nehmen und somit einfach das Klassenklima zu verbessern, das Lernen der Schüler zu verbessern und einfach dir als Grundlage das gibt, worauf du dich täglich freuen kannst, zur Arbeit zu gehen, und zwar mit jungen Menschen, die lebendig sind, mit denen du dich auseinandersetzen kannst und jeden Tag neue Dinge passieren, man einfach Freude hat, zur Arbeit zu gehen. Und auch die Hattie-Studie zeigt auf, mit einem enorm hohen Effektzahl, wie stark sich gute Beziehungen auf das Lernen von Schülern positiv auswirken kann. Gut, der erste Tipp sollte relativ trivial sein, einfach Interesse an den Schülern zu zeigen. Also sie zu fragen, was sie so machen in ihrem Leben, welche Hobbys sie haben, welche Interessen sie haben, wer ihre Freunde sind, haben sie Geschwister, möchten sie vielleicht ein wenig über ihre Eltern sprechen und so weiter. Und ich sage immer, am Anfang der Lektion muss man nicht immer gleich unbedingt mit dem Unterrichtseinstieg beginnen. Man kann einfach auch mal die Klasse fragen, wie geht's euch? Was hast du am Wochenende gemacht? Wie lief dein Fußballtraining oder was auch immer? Also einerseits so ein bisschen im Kollektiven, aber auch zwischendurch, wenn die Schüler vielleicht in Ruhe arbeiten und in der Pause, wo auch immer, einfach bei spontanen, irgendwie authentischen Gelegenheiten einzelne Schüler zu fragen, ins Gespräch zu kommen und darauf zu achten, dass man wirklich mehr Fragen stellt, anstatt irgendwie versucht, dann plötzlich von sich selbst enorm viel zu erzählen, sondern die Schüler sollen merken, dass du wirklich ein authentisches, ehrliches Interesse daran hast, was sie so im Leben einfach beschäftigt. So, und der zweite Tipp, der hängt gleich am ersten an, und zwar ist es eine Haltung, die man gegenüber den Interessen von Schülern haben sollte. Und das ist, die Schüler nicht zu verurteilen. Und damit meine ich, dass wenn sie Dinge sagen, die dir vielleicht nicht unbedingt entsprechen, sagen wir mal, du hast einen Schüler, der vielleicht aus einer Familie kommt, wo, ich sage jetzt mal, jemand in der Familie sehr stark rechts denkt, politisch. Und du merkst, dass sich das auf den Schüler oder die Schülerin auswirkt und manchmal Kommentare fallen und so weiter. Und in dem Moment weißt du vielleicht noch gar nicht, dass diese Person jemanden in der Familie hat, der besonders stark rechts ist. Aber wenn du merkst, dass Schüler Dinge sagen, die dich irgendwie irritieren, dann frag nach, anstatt sie einfach zu verurteilen, weil sie sind so, wie sie sind, nicht nur wegen ihrem Charakter und so weiter, sondern aufgrund von der Familie, von dem Umfeld, von ihren Peergruppen und so weiter, von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Schüler, die positive und negative Erfahrungen gemacht haben, die werden das so ausleben im Schulalltag auch. Und wenn sie dann etwas tun, das dir nicht so passt, anstatt einfach gleich zu sagen, spinnst du eigentlich, das geht überhaupt nicht und so weiter, einfach zuerst mal zu überlegen, woran es könnte liegen, und nicht groß interpretieren, sondern lieber nachfragen, warum denkst du so, warum hast du das gesagt und so weiter. Also nicht verurteilen, sondern nachfragen, versuchen zu verstehen. Und plötzlich wirst du merken, aha, okay, wenn ich in deiner Situation gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich relativ ähnlich handeln. Und das ist dann die Basis, um dann zusammen wirklich arbeiten zu können. Okay, mein dritter Tipp sollte auch relativ trivial sein, ist einfach ein bisschen Humor und Gelassenheit zu zeigen. Also im Unterricht, wenn mal Schüler ein bisschen witzen uns oder so, und oder du kannst selber mal einen Witz reißen. Natürlich, es gibt gewisse Grenzen, aber wenn die Schüler merken, dass du gelassen bist und auch mal in brenzligen Situationen nicht gleich ausflippst, sondern auch einfach sagen kannst, ja gut, dann ist jetzt das halt in die Hose gegangen, was ich geplant habe, oder irgendwie jemand hat irgendwas vermasselt und es ist etwas kaputt gegangen, was auch immer, dass du nicht gleich ausrastest, sondern es mit Humor nimmst und denkst, ja gut, morgen ist auch wieder ein Tag, nächste Woche haben wir wieder 5 Tage die Woche, da können wir dann weiter daran arbeiten. Das schätzen die Schüler sehr, weil Humor und Gelassenheit ist nicht nur angenehm, sondern es gibt auch Sicherheit. Und zwar, die Schüler merken, dass wenn du gelassen bist, dass du eine selbstständige, selbstsichere Person bist, die Ruhe bewahrt, und das heißt gerade auch, wenn es dann mal Konflikte gibt und so weiter, dass du dich nicht emotional aufbraust, sondern dass du gelassen bleibst, versuchst rational zu denken, so gut es geht natürlich,
Und das gibt den Schülern einfach ein Vertrauen, dass sie auf dich auch zukommen können und wissen, meine Lehrperson, die kann die Ruhe bewahren, auch wenn etwas, eine Situation schwierig ist. So, und jetzt kommt mein vierter Tipp, und das ist einer der wahrscheinlich schwierigsten Punkte, gerade wenn man es noch nicht so oft gemacht hat, und das ist, selber als Lehrperson Fehler eingestehen zu können, vor den Schülern, vor der Klasse, öffentlich. Und ich habe das Glück, dass ich irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich mir das angeeignet habe, aber ich bin auch eine relativ direkte Person, also ich kann einerseits jemanden direkt ansprechen, wenn mich etwas stört meistens, aber ich kann auch sehr gut sagen, oh shit, das habe ich echt vermasselt, tut mir echt leid. Und es ist schwierig, ja, am Anfang gerade Fehler eingestehen zu können. Ich sage jetzt mal, irgendwas Technisches funktioniert im Unterricht nicht oder man hat tatsächlich einen Grammatikfehler gemacht, einen Rechtschreibfehler als Lehrperson, was auch immer. Man schreibt eine E-Mail an die Eltern und da ist ein katastrophaler Fehler drin oder so. Aber wenn du mit den kleinen Dingen beginnst und einfach die Schüler machen dich auf aufmerksam, da stimmt doch irgendwas nicht. Und du dann einfach die Ruhe bewahrst und sagen kannst, weißt du was, du hast recht, es tut mir leid. Aber das ist genau diese Fehlerkultur. Es geht ja darum, dass du den Schülern auch beibringst, Fehler zu machen, damit sie sich auch trauen, mehr zu probieren. Weil wenn wir nicht Fehler machen würden, würden wir nicht vorwärts kommen. Die wenigsten Dinge im Leben kann man einfach so lernen, sondern man muss irgendwie mal hinfallen, sich verletzen, etwas kaputt machen, damit man weiß, worauf man achten muss. Und wenn du das vorlebst als Lehrperson und einfach auch wirklich mal vor der ganzen Klasse sagen kannst, wisst ihr was, ich habe da wirklich das total vermasselt, tut mir echt leid, ich werde es jetzt wieder beheben und zwar so und so und so. Die Schüler schätzen das sehr, weil du einfach ehrlich bist, authentisch bist und das einfach vorlebst und sie werden auch viel eher gewillt sein, selbst dann Fehler zu machen und diese zuzugeben. Und das wird die Beziehung einfach enorm fördern. So, und der fünfte Tipp ist ein Tipp, da geht es um Nähe und Distanz. Und zwar geht es um das Thema, auch mal persönliche Erlebnisse erzählen zu können. Und ja, jede Lehrperson muss für sich selbst wissen, wie viel Nähe und Distanz brauche ich. Ist auch immer abhängig von der Situation und von den bestimmten Schülern. Aber das Schöne ist, wenn man selbst auch mal persönliche Dinge erzählt, gerade wenn man merkt, dass zum Beispiel ein Schüler oder eine Schülerin etwas stark beschäftigt und man sieht, dass man selbst mal etwas Ähnliches erlebt hat, und man erzählt das, dann merken die Schüler, dass du dich eher in sie hineinversetzen kannst. Und sie fühlen sich dann auch nicht so alleine gelassen, weil sie merken, aha, ich bin nicht der einzige Mensch, der dieses Problem erlebt, sondern meine Lehrperson, die auch schon ein bisschen älter ist, hat diese Erfahrungen auch schon in ähnlicher Form gemacht und irgendwie hat sie es auch wieder hingekriegt. Also da auch einfach zu entscheiden, vielleicht hilft das den Schülern, wenn ich jetzt mal das persönlich jetzt erzähle und ich habe jetzt mehr so von Problemsituationen gesprochen, aber ihr könnt auch natürlich über die Ferien sprechen oder sowas und am Montag nach den Ferien du erzählst was Lustiges und so weiter und die Schüler merken, okay, du bist auch bereit, dich zu öffnen und ein wenig von dir zu erzählen. Natürlich, wie gesagt, du musst deine eigenen Grenzen setzen, aber auch das schätzen sie sehr, wenn du nicht einfach diese eiskalte Lehrperson bist, die immer schön einen Abstand hält und so weiter, sondern wir sind in einem Beruf, da geht es einfach um menschliche Beziehung und Beziehung heißt, Dinge zu teilen, Erlebnisse zu teilen, so dass einfach ein Vertrauen entsteht zwischen den Klassen und dir als Lehrperson. So, und mein letzter, sechster Tipp ist mehr ein methodischer Tipp und das habt ihr bestimmt schon gehört, aber ich möchte es einfach noch mal ein bisschen aufgreifen und das ist aktives Zuhören. Weil wenn du als Lehrperson zuhörst und Fragen stellst und die Schüler erzählen dir persönliche Dinge oder Dinge über die Schule und du einfach nur nix und ja, okay, ich habe es notiert und so weiter, das ist okay, es ist in Ordnung, aber ich glaube, die Schüler fühlen sich viel eher verstanden, wenn du wirklich in anderen Worten oder zum Teil in den gleichen Worten in kurzen Inputs, nicht Inputs, einfach in kurzen quasi Spiegelungen also aktiv erklärst, ich habe gehört, dass das so und so war, du hast dich so und so gefühlt, das und das ist passiert. Und wenn die Schüler merken, dass du gewisse Dinge wiederholst, die sie gesagt haben, dann merken sie, dass du auch wirklich zuhörst. Und genau darum geht es, also präsent zu sein und dem Schüler spüren zu lassen, dass er oder sie mir wirklich wichtig ist und dass das Wohlbefinden des Schülers wirklich dir wichtig ist als Lehrperson. Und wenn du da zwischendurch deine Worte so wählst, dass du kleine Dinge, kleine Fetzen wiederholst von dem, was sie gesagt haben
oder auch eben nachfragst, hast du das so und so gemeint, dann merken sie wirklich, dass sie dir als Lehrperson wichtig sind und das wird auch wiederum das Vertrauen und die Beziehung zu dir als Lehrperson stärken. Gut, das war's für heute. Wie immer, wenn ihr euch tiefer entwickeln wollt und professioneller werden wollt und einfach zufriedener im Beruf werden wollt, lest mehr. Und es hat Bücherlinks in der Videobeschreibung unten, ihr könnt die auch benutzen und dann werde ich eine winzige Provision von Amazon erhalten, wenn ihr was bestellt. Es kostet euch auch nicht mehr, ihr könnt auch andere Dinge als Bücher bestellen und so mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei allem, was ihr tut und hoffentlich seid ihr glücklich mit der Arbeit. Bis bald, macht's gut. Ciao.